Heute mache ich einen Film über meinen Bartau-Anhänger. Der heißt Mein Bartau-Desaster. Und den Anhänger habe ich gekauft 2003 auf der Bauma. Der hat damals gekostet 6.200 Euro netto plus 16% Mehrwertsteuer. Das war preislich eigentlich gar nicht so billig. Man meint, man kriegt da ein ganz gutes Produkt dafür. Der ist gelaufen in 18 Jahren ungefähr 150.000 Kilometer. Und ich habe einen Zettel gemacht, damit er ja nichts auskommt. Und die ersten 5 bis 6 Jahre habe ich echt zum Kämpfen gehabt mit dem. Und dafür mache ich heute einen Film drüber. Also zuerst einmal alles, was gut war über den Anhänger. Der Rahmen, der Kipperaufbau, die Achsen, das ist immer noch das erste Original und hat auch 18 Jahre Reiberei wirklich gut überstanden. Das rostet nicht, war feuerverzinkt. Verschleiß noch die ganzen Jahre, das sind zum Beispiel die Kipperbolzen, die werden ein bisschen verbunden, aber nein, es ist ein Schönheitsfehler, es geht trotzdem noch. Ich habe in die Achsen drin eine ganze Schuhschachtel voller Kugellager verbraucht und in die Bremsen drin etliche Bautenzüge. Da würde ich mal sagen, das war also ein normaler Verschleiß. Die Kipperbrücken ist noch die erste originale Neue. Das sind die Karosseriebauplatten, die hölzerne. Was ich echt gut finde, das ist einer von den letzten Anhängern, der verkauft worden ist mit der Holzbrücken. Danach sind die mit der Stahlbrücken gekommen. Aber ich muss sagen, es hat mir auch nie gereiht, weil wie gesagt, nach 18 Jahren. Und gut, jetzt geht es einmal austauscht. Wie der Anhänger gekommen ist mit dem Lastwagen von Bartau, das erste, was mir aufgefallen ist, das war dem Feld die Kabelfernbedienung. Ich habe zum Laufen gefragt, was ist mit der Kabelfernbedienung, wo gehört denn die angesteckt? Dann sagt er zu mir, du, die war nicht mitbestellt. Dann sage ich, der von der Messe hat gesagt, diese Serienausstattung. Nein, der sagt, die ist nicht, auf der Bestellung nicht drauf, haben sie es nicht eingebaut. So, jetzt habe ich also keine Kabelfernbedienung. Stattdessen haben sie die Bartau, die zum Kippen da herbaut. Ein NATO-Knochen und dann so ein Schalter. Die Sache ist das, dass das genau der Spritzwurf ist, da wo vom Vorderrad, vom Antriebsradl immer der Dreck da herfliegt. Jetzt habe ich ständig die Schalter austauschen müssen. Das nächste ist das, zum Runterlassen, wenn der Kipper drum ist, muss man da drauf drücken. Ja, das Runterlassen von dem Kipper kann zwischen 40 Sekunden und im Winter 4 Minuten dauern. Also bin ich hergegangen und habe so einen Faulenzer gebaut. Der drückt jetzt den Schalter da rein. Durch das geht der Kipper runter. Okay, das nächste was ist, der Anhänger, der hat zwei Hydrauliksysteme. Er hat unten die Pumpen mit Öl und er hat nur mal die Handpumpen mit Öl. Was eigentlich ein ziemlich aufwendiges System ist, ist man über den kleinen Hydraulikventil da umschalten muss. Naja, wer sich da gewohnt hat, der kommt mit dem auch klar. Das nächste sind da unten die unbrauchbaren Stützen, die auch genau in dem Auswurf vom Radl sind, die immer verrosten. Eigentlich auch nicht aufgerückt. Das nächste sind die Rungen. Die sind da so auf Spitz, auf Eck hergeschmolzen gewesen. Jetzt haben sie die noch verbogen und haben abgerissen. Dann haben sie wieder hinschmolzen lassen und so Knotenbleche einmachen lassen. Das nächste waren von dem Anhänger die Bordwandverschlüsse. Das ist ja der Pendelbordwand. Und die Verschlüsse habe ich immer herbauen lassen. Weil original waren ab Werk da so Sauhackel aufgeschmissen und dann so eine Bordwand, Überverschluss, so ein Überwurf, Vogelwild, keine Ahnung, was das war. Und jetzt, wenn ich gekippt habe, dann hat das ausgekackelt da hier hinten und die Bordwand ist in den Träger reingeflogen und ich habe es wieder ausgeräumt müssen. Von dem, was ich vorher abgekippt habe. Das nächste an dem Anhänger, da waren so Designer-Rücklichter drauf.
keine Ahnung, wo man sowas zum Kaufen kriegt. Wir haben es im ganzen Internet nicht gefunden. Also habe ich die Lichter umgebaut auf heller. Man sieht auch noch, wie groß das Abschlussblech ist. Da waren noch viel größere Rücklichter dran. Also ein Detail ist der Bordwandverschluss von der Pendelbordwand, der auch übrigens auch Preiskost hat. Wenn die Feder da nicht immer straff gespannt ist, dann geht das auf durch die Beitlerei beim Fahren. Geht das auf. Ist mir tatsächlich zweimal passiert, dass ich meine Ladung verloren habe. Wer es weiß, muss immer das gespannt halten. Da. So schaut der Verschluss von der Pendelbordwand aus. Der geht seitlich auf. Und dann fällt sie auch nichts. Also ein Detail ist zum Beispiel die Befestigung von dem Stützradl. Das war da so lieblos hergeschraubt und ja, auf alle Fälle hat sich das immer so BOOM. Wir haben dann irgendwann da mal Stahlplatten draufgeschweißen, man sieht das da. Und da Schweißnaht, dass man das Stützradl benutzen kann. Weil so ganz ideal ist noch nicht, aber ja, das Wurste kommt damit aus. So. Jetzt kippe ich den Anhänger mal auf. Mittlerweile habe ich den zwischen die zwei Ölkreisläufe umgeschalten und man sieht, da herum tritt jetzt Öl raus. Das nächste war, wie der Anhänger gekommen ist. Wenn der vollgeladen war, dann hat es den so weit zusammendrückt, dass mir die Reifen von unten an der Holzbrücke angegangen sind. Da, filmst du das ein oder? Und man sieht das da noch, da ist die Holzbrücke angeschliffen. Weil der ganze Anhänger zu tief ist. Also, dann bin ich hergegangen und habe unter die Achsen so Vierkanteisen unten einmachen lassen. Links und rechts als Erhöhung um 40 mm. Ja. Gut. Dann habe ich natürlich, weil ich so hoch war, die Schalldachen draufbauen können. Das hat sich wirklich gut behauptet über die ganzen Jahre. Weil wenn man einen 2,5 Tonnen Bobcat transportiert, dann hat der auf der Hinterradl so eine Punktlast, dass man die Brücken mal durchgedrückt hat bei meinem Vorgängeranhänger. Das habe ich gleich da vermieden, indem ich die Schalldachen drauf gemacht habe. Die war wirklich gut. Und hat sich auch behauptet über die ganzen Jahre. Das nächste, was an dem Anhänger war, und das ist wirklich eine Frechheit, wie ihr das gleiche sucht. Wir haben nachträglich ein neues Kippmantel einbauen müssen, weil das originale Kippmantel erstens nicht weit genug aufgefahren ist, dass die ganze Ladung runterrutschen hätte können, und zweitens war das originale Kippmantel schwach. Jetzt haben wir ein neues Kippmantel eingebaut. Das passt allerdings nicht ganz genau. Man sieht, es fährt nicht ganz zusammen. Auf der anderen Seite steht man das unten raus und ich habe jetzt da so, das sitzt manchmal, wenn man auf dem Feldweg fährt, auf dem Mittelrohr da auf. Aber der auf der Messe zu mir, der Hamperer, der hat gesagt, das Kippmantel, was die Bartau einbauen, das hebt 7,5 Tonnen. Der hat nicht einmal die 2,5 Tonnen aufgehebt, die wo der Anhänger überhaupt laden darf. Durch das neue Kippmantel, das ja wesentlich mehr Öl braucht, hat man den Ölvorrat in der Hydrauliköl-Pumpe nicht mehr gelangt. Und wir haben nur mehr einen Zusatz-Hydrauliköl-Tank einbauen müssen. Ja, irgendwie funktioniert das aber nicht. Ich weiß nicht warum. Manchmal schwappen wir da oben das Öl über und ich komme auch nicht drauf, warum das so ist. Aber er kippt jetzt einmal, er kippt jetzt auf. Das nächste war der Kabelbaum, der original Bartau da drin eingebaut war. Der kostet bei Obi 35,95 Euro. Nach 5 Jahren war der Kabelbaum kaputt, weil die Drähte in die Kabel drin oxidiert waren. Jetzt habe ich einen kompletten Massefehler auf dem Kabelbaum gehabt. Also habe ich den originalen Bartau Kabelbaum rausgebaut für 35 Euro von Obi. Und habe einen neuen Kabelbaum für die Lichter reingemacht und das ordentlich in einer Hänseldose drinnen verklemmt. Das funktioniert seit
13 Jahre. Nur so ein Detail ist, das ist der Endschalter, der den Kipper abschaltet. Der ist so saublöd herbaut, dass einem da herum immer das Wasser und der Träger reinläuft und der Schalter oxidiert und der geht mit schöner Regelmäßigkeit kaputt. Beziehungsweise er schaltet nach dem Kippen nicht aus. Das heißt, ich kann nicht mehr aufkippen beim nächsten Mal. Da. Das ist quasi der Schalter da unten drinnen. Ja, was ich an dem Schalter schon hinbastelt habe, mein Gott. Wer es weiß, weiß, wo der hingelangen muss. So schaltet man den Endschalter wieder ein von dem Anhänger. Der Anhänger hat gegen Aufpreis habe ich die Rampen dazu gekauft, die Alu-Auffahrtsrampen. Was gut ist an den Rampen, die haben also einen Niederhalter, die zusätzlichen, einen zweiten. Und das habe ich oft davor bewahrt, dass wir die irgendwo verloren haben, wenn man hinten die Verriegelung nicht zugemacht hat. Das war wirklich gut. Allerdings traue ich den Rampen nicht 1400 Kilogramm Traglast pro Stück zu. Die windigen Dinger da, kein Aufkleber drauf, kein Hersteller, kein Traglast, gar nichts. Also wenn du mich fragst, das sind Rampen für eine Tonne, eineinhalb, aber nicht für 2,5 Tonnen. Ich habe es auch nie hergenommen. Das letzte Detail an dem Anhänger, das ist die Bremse. Der Anhänger, der hat einen unwahrscheinlich weiten Auflaufweg. Wir wissen es nicht warum, wir haben da nie drauf gekommen. Wir haben in 18 Jahren die Bremsen ziemlich oft gekriegt. Aber sie läuft wahnsinnig weit auf, diese Knopfanlage, ich weiß es nicht. Nur so ein Detail ist die Auflaufeinrichtung. Da ist ein Aufkleber drauf, der den Verschleißgrad von der Kupplung anzeigt. Wenn man eine nagelneue Kupplung drauf baut, dann ist das eigentlich schon, man sieht es jetzt da, eigentlich an der Verschleißgrenze. Die Kupplung ist jetzt seit ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre alt. Habe ich am letzten TÜV neu gemacht. Jetzt, wenn man zum TÜV fährt, hört nirgends an die Kupplung. Ich habe mal einen Brief an die Knott geschrieben. Sie sollen da mehr Spul machen, mehr Verschleißgrenze. Dann haben die Knott zurückgeschrieben. Der Aufkleber, das muss man sich vorstellen, der Aufkleber hat nichts zum Sagen. Wenn der Prüfer meint, die Kupplung war verschlissen, dann soll der seine Prüfkupplung da rein tun. Und seitdem ich zum Prüfer sage, du, zieh deine Kupplung raus, der Aufkleber hat nichts zum Sagen, zieh deine Prüfkupplung raus und prüf das, hat noch nie einer gemacht und man kriegt da TÜV. Aber ich finde es einfach trotzdem eine scheiß Lösung. Papi halt den gottverdammten Aufkleber woanders hin. Weil ich kann nicht alle 4 Jahre oder 3 Jahre Dings kaufen da. Neue Kupplung kaufen. Naja, irgendwie so nach 5 bis 6 Jahren haben wir an dem Anhänger dann alle Fälle ausgemerzt gehabt. Und ich habe dann einmal einen ziemlich pappigen Brief an die Barthau geschrieben über eine Konstruktion, die wir da verkauft haben. Und dass das eine Frechheit ist. Und ich habe reingeschrieben, lasst euch von mir ja nicht mehr auf der Mess erwischen, weil sonst rutschen wir zusammen. Weil sowas muss man wirklich nicht verkaufen lassen. Dann ist von die Barthau ein Brief zurückgekommen. Da ist drin gestanden, das ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Sie bauen ganz gute Anhänger und haben auf Qualität bemüht und alles ist super und toll. Und auf der Messe gehen sie sowieso nicht mehr, das ist ja zu teuer. Und wenn ich sie auf der Messe bedrohe, dann rufen sie die Polizei an. Naja, wer das Recht hat zum Polizeirufen bei so einer Konstruktion. Das war mein dritter und letzter Barthau-Anhänger. Es gibt die Firma aber tatsächlich noch. Also wer so einen Anhänger kaufen möchte, muss ein bisschen im Internet recherchieren. Sie bauen immer noch Anhänger. Die überleben anscheinend alles. Und mein Mechaniker, der das Ganze immer riecht, der hat mal gesagt zu mir, seien wir doch ehrlich, hat er gesagt, die Barthau, die waren doch todfroh, wie das Ding bei der Tür draußen war. Deswegen hast du den ein paar beim Lastwagenfahrer zahlen müssen, weil die haben die doch beschissen von hinten bis vorne. So viel zu meinem Barthau.